Tag. Mein Name ist Horst Deffland. Die backtechnischen Herausforderungen von Urgetreide wie zum Beispiel Dinkel, Emma oder Einkorn, die Neuentwicklung verschiedener Fermentsysteme, die Einsatzmöglichkeiten natürlicher Monokomponenten, das sind die wichtigsten Themen meines gesamten Berufslebens als Bäckermeister und Lebensmitteltechnologe. Wie das alles in der realen Bäckerwelt funktionieren kann, das zeige ich euch gerne hier in meiner Versuchs- und Entwicklungsbackstube auf der Finca Ananda in Las Palomas, Teneriffa. Zum Beginn unserer Rezeptserie fangen wir heute mal an mit einem Dinkel-Vollkorn-Sadenbrot. Für mich ist das der Klassiker schlechthin, ein tolles Vollkornbrot, das auch viele, viele Liebhaber in den Bäckereien findet. Wir brauchen für dieses Dinkel-Vollkornbrot einmal einen Fermentteig, den setzen wir am Tag zuvor an. Er hat eine Abstehzeit von etwa 14 bis 16 Stunden. Insgesamt 20% vom Gesamtmehl, also in dem Fall 2 Kilo, werden fermentiert mit einer Anstellgutmenge von 0,5%. Dieses Anstellgut könnt ihr von eurem reifen Vollsauer, Betriebssauer oder wenn ihr einen Grundsauer habt, einfach entnehmen. Ihr könnt natürlich auch eine Madre haben, von der ihr das abnimmt. Ihr könnt aber auch, wer jetzt überhaupt keinen Sauerteig im Haus hat, auch einen Aktivstarter nehmen, wie zum Beispiel von Deffland Backtechnik, den ihr mit 0,5% auch einfach ins Wasser einrührt, euer Dinkelmehl zugibt und das Ganze bei 28 bis 30 Grad 14 bis 16 Stunden fermentiert. Dieser Sauerteig sieht dann etwa so aus. Der sollte, wenn er fertig ist, ungefähr einen pH-Wert von 4,1 bis 4,3 haben. Ich habe den hier gemessen. Ganz gut wäre, wenn ihr mal in den Bereich einsteigt, dass ihr euch ein pH-Messgerät zulegt. Dieses Testo pH 2 heißt das. Würde ich empfehlen. Das hat hier unten eine Gelkappe und schützt diese Messsonde hier vorne vor Oxidation und das garantiert eine jahrelange genaue Messtätigkeit. Den habe ich jetzt gerade eben gemessen. Ich kann auch das Gerät noch mal kurz hier aktivieren. Nur der Messvorgang dauert in der Regel immer etwas länger. Aber er zeigt jetzt schon an 4,18. Ich halte ihn mal so kurz hier rein, dann seht ihr das, dass das auch stimmt. Man kann es nicht so ganz gut erkennen, aber ja, 4,18 haben wir hier in der Anzeige. Also wenn man so will, eine Punktlandung im Bereich pH. Also unter 4, sage ich ganz klar, ist er zu sauer und über 4,5 hat er zu wenig Säure. Also wie gesagt, 4,1 bis 4,3, 4,4 wäre der angestrebte Wert, den wir haben sollten. Das hier ist jetzt die halbe Menge, weil mehr kriege ich hier in den Kneter nicht rein. Das heißt, wir machen heute ein halbes Rezeptur, also basierend auf 5 Kilo Gesamtmehl. Das Quellstück, auch gestern angesetzt und in die Kühlung gestellt, sind einfach Dinkelflocken. Und zwar habe ich die gestern selbst flockiert auf meiner kleinen Flockenmaschine. Ihr könnt aber auch jede Dinkelflocken holen, die ihr im Handel bekommt, weil wir machen ja hier Quellstück und keine Fermentation. Wir brauchen also keine Enzymaktivität. Von daher tut es jede auch gedämpfte Dinkelflocken. Ihr könnt Dinkelmalzflocken nehmen, das gibt geschmacklich nochmal einen Kick. Also das, was da ist oder was euer Händler euch anbietet, könnt ihr dafür nehmen. Ich habe nur gerne die Flocke, weil die eine schöne bisschen eine Struktur in die Krume später reinbringt. Und das ja, sieht einfach schön aus, wenn man dann das Brot anschneidet. Weiterhin sind da drin nochmal 10% Sonnenblumenkerne, das sind 5% Kürbiskerne, 3% Leinsamen und 2% Sesam. Als Mehl bleibt mir hier auf der Insel nicht so viel Spielraum. Ich habe hier 3 Kilo brauchen wir heute Dinkel-Vollkornmehl. Das kaufe ich hier ganz normal im Handel. In Spanien ist Dinkel dann Espelda und das ist ein
Vollkorn, also praktisch ein Esbelta Integrale heißt das hier. Den bekomme ich im Mercadona-Laden hier. Und wenn ich hier drauf schraube, dann sieht man, das Mehl kommt von der Friesinger Mühle in Deutschland. Von daher kann ich dem insofern ganz gut vertrauen, dass es wirklich Vollkornmehl ist. Ich habe hier noch eine andere Marke erwischt. Das ist von Lidl. Wir haben mittlerweile auch Lidl hier auf der Insel. Und das wird allerdings in Spanien von einer spanischen Mühle gemahlen. Ich habe mal ein Paket von mit dazu genommen und da lassen wir uns ein bisschen überraschen. Aber ich weiß, dass gerade die Marke, also die Dinkelmarke hier von Friesinger Mühle recht gut funktioniert. Wir haben hier einen Blütenhonig, auch spanischer Herkunft, den wir nachher mit einsetzen. Wir haben hier Urdinkel S5, 200 Gramm. Das entspricht 4% auf Gesamtmehl. Urdinkel S5 ist nichts anderes als eine Mischung aus Aleuronmehl. Das ist ein sogenanntes Randschichtenmehl, was etwas höhere Enzymatik hat. Und dafür einfach ein bisschen für lebhaftere Teige sorgt. Und ein großer Teil davon, gut 30%, ist ein Psyllium. Psyllium kennt ihr wahrscheinlich eher als Flohsamenschalenpulver. Das ist vergleichbar, wobei Flohsamenschalenpulver eher eine gröbere Variante ist, die nicht diese Wasserbindung hat wie dieses fein gemahlene Psyllium. Das hat eine hohe Reinheit von 99%. Und ist mikrofein, also auf 100 Mesh gemahlen. Und dieses Produkt in Verbindung aufgemischt auf Aleuromehl hat den Vorteil, dass es sich direkt sehr homogen in die Teige einarbeitet und eine enorme Menge Wasser binden kann. Das ist der Vorteil. Also Psyllium, sprich Flohsamenschalen, sind ein reiner natürlicher Ballaststoff, der Wasser gelförmig binden kann. Also ähnlich wie wenn ich Mehl koche. Also die Stärke vergleicht. So könnt ihr euch das vorstellen. Ich mache das hier auf kaltem Wege. Mit diesem Produkt ist ein reines Nahrungsmittel, hat keine E-Nummer. Dann habe ich drin 1% Hefe. Das sind also hier dann in dem Fall 50 Gramm. Und dann habe ich Salz drin. In dem Fall hier 150 Gramm, das entspricht 3% auf Mehl, was aber allerdings nicht stimmt, weil ich habe ja noch Saaten, Quellstück und alles. Daher rechne ich Salz in meinen Rezepturen nie auf Mehl, sondern ich rechne Salz immer auf die Gesamtteigmenge. Und wenn ich die Gesamtteigmenge habe mit meinem hohen Wasserüberschuss, den ich da drin habe, dann rechne ich 1,3% Salz auf die Gesamtmenge. Dann kann ich nichts falsch machen, dann stimmt der Salzgehalt vom Geschmack her immer. Es ist nicht zu salzig, es ist aber auch nicht fade. Daher werde ich empfehlen, bei Teigen, wenn ihr mit großen Mengen an Saatenquellstücke und mit hoher TA arbeitet, misst euer Salz immer 1,3% auf Masse und nicht 2 oder 2,2% auf Mehl. Das würde das Ganze verfälschen. Dann haben wir nur noch die Menge an Wasser, die wir zuschütten müssen. Wasser benutze ich hier in Spanien immer zugekauft, weil das Wasser aus dem Hahn hier, das hat einen sehr hohen pH-Wert und ist immer stark geklort. Also das wird ja im Teig sich schlecht auswirken auf die Teigeigenschaften und vor allen Dingen auch geschmacklich das Brot beeinträchtigen. Ja, da wären wir eigentlich fertig mit unserer Vorstellung. Wir können jetzt dann den Teig laufen lassen und dann fange ich damit an. Ich habe die Wassermenge etwa ist eingestellt auf eine TA von 205. Das heißt, ich habe 2000 Wasser auf die Grundrezeptur im Fermentteig. Ich habe 4000 Gramm Wasser im Quellstück und ich brauche noch einmal 4500 Wasser in etwa zum Teig. Das heißt, wir sind bei 10,5 Liter Wasser auf 10 Kilo Getreidemahlerzeugnisse. Das Wasser wiege ich jetzt ab. Wir brauchen hier nur die halbe Menge, wie gesagt, weil wir das halbe Rezept machen. Das heißt, wir brauchen 2250 Gramm Wasser. Das wiege ich jetzt schnell ab. So, 2250 Wasser. Das schütte ich gleich hier in meinen
kleinen Diosnagneda. Dann brauchen wir vorneweg unser Quirlstück. Das ist fertig gewogen, auf die halbe Menge. So, dann hier unseren Dinkelvollkorn, Fermentteig oder Sauerteig. Das ist, wie gesagt, 1 Kilo Dinkelvollkornmehl, 1 Liter Wasser. Das Wasser schütte ich immer etwa mit 40 Grad und dann auf Mehl berechnet 0,5% Anstellgut. Wie gesagt, von eurem Betriebssauerteig in der Regel. Auch ein Grundsauer, der sauber und ordentlich geführt wird, kann man als Starter sehr gut nehmen. So, das war der Sauerteig. Unser Mehl ist vorgewogen mit 3 Kilo, jeweils Vollkornmehl. Da würde ich auch immer Vollkornmehl empfehlen, kein Vollkorn Feinschrot oder so, weil der ist dann sehr kriesig und der hat nicht so die Wasseraufnahme wie ein Vollkornmehl. Ja, deswegen habe ich ja die grobe Variante in Form von Flocken schon vorgequollen und das Single Vollkornmehl nimmt eigentlich das Wasser direkt auf. Dann meine 200 Gramm Urdinkel S5, also meine Wasserbindegeschichte mit Psyllium, 50 Gramm Hefe, 150 Gramm Salz. So, jetzt brauche ich noch Honig. Da habe ich 3% auf Mehl, also 300 Gramm. Halbe Menge wäre 150 Gramm. Ich mache jetzt hier gerade Negativwiegung. Wer die Süße im Brot nicht unbedingt möchte, kann das auch weglassen. Man könnte auch alternativ Rübensirup nehmen oder Malzextrakt, wäre auch eine Variante. So, ich bin jetzt ziemlich genau bei 150 Gramm. Die 3% Honig sind aber ein geschmacklich, sage ich mal, eine schöne Abrundung zu der Säure im Brot. Und diese Geschmacksvariante, ja, die hat halt einfach mittlerweile viele Liebhaber. Man kann drüber streiten. Also wer nicht unbedingt Süße haben möchte im Brot, der kann auch komplett drauf verzichten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, Wasser ist drin, alle Zutaten sind drin. Einen Vorteil von der Süße im Brot. Ja, die Süße im Brot rundet einfach so, wie gesagt, ist eine Art Geschmacksabrundung. Wir kennen es ja aus allen möglichen Küchenbereichen, ist ein Aromaverstärker sozusagen, der Zucker. Und von daher ja, eine nicht ganz unwichtige Zutat. Ich nehme ganz gerne Honig, weil Honig ja ernährungsphysiologisch noch wenigstens ein paar kleine Vorteile hat gegenüber dem reinen Zucker. Und von daher, wie gesagt, Geschmackssache, aber für die Aromatisierung vom Brot geschmacklich finde ich 3% ja, Süße beim Honig durch Honig eigentlich sehr angemessen im Brot. Es schmeckt einfach anders, besser. So, wie ihr seht, mein kleiner Diosna-Laborkneder ist mit 5 Kilo Mehl schon fast an seiner Kapazität. Mehr geht nicht. Also 10 Kilo ganzes Rezept könnte ich hier nicht machen. Aber 5 Kilo Mehl, das gibt auch schon eine ordentliche Menge Brot. Dann haben wir nachher ungefähr knappe 12 Kilo Teig. Da können wir schon ein bisschen was backen. Die Teigfestigkeit kann man natürlich immer noch so einstellen. Da bin ich sehr variabel. Das hier gibt einen Teig, der schön weich ist, aber nicht so weich, dass ich ihn nicht noch aufarbeiten könnte.
Den könnte man rein theoretisch auch über eine Rionanlage noch wiegen, wäre also überhaupt kein Problem. Ich kann aber auch noch mehr Wasser schütten. Ich kann das ausreizen bis zu einer TA von, ja, ich sag mal 210, 215. Dann ist der Teig relativ flüssig. Dann kann ich den aber auch nicht mehr händisch wirken. Dann tue ich den einfach auf der Waage in die Backformen einfüllen und dann praktisch bei voller Gare dann auch abbacken. Aber ich habe eigentlich so für die Struktur vom Brot und so doch immer noch lieber diese weiche Teigvariante, die ich gerade auch von Hand noch sehr schön aufarbeiten kann. So, unser Teig ist fertig. Der hat jetzt eine Laufzeit etwa von 12 Minuten im langsamen Gang. Das reicht in der Regel, je nach Dinkelqualität könnt ihr noch eine Minute Schnellknetung draufgeben, aber 12 Minuten langsam reichen immer gut aus für ein Vollkornbrot. Mehr braucht es nicht. Ich werfe den Teig jetzt raus und dann haben wir eine Pause von 2 Stunden, die der Teig dann schön ruht und sich entwickeln kann und dann arbeiten wir später auf. Bei so weichen Teigen arbeite ich immer mit Wasser. Das geht besser wie mit Mehl. Ja, der Teig ist schön zäh. Hat aber einen tollen Stand. Und ist trotzdem sehr weich. Das ist das Schöne an Dinkel-Vollkorn, dass er so exorbitant viel Wasser aufnimmt. Aber dieses Wasser brauchen wir auch, sonst bekommen wir die Frischhaltung nicht hin. So, wenn ich den Teig alle beieinander habe, dann ziehe ich den mit feuchten Händen einmal ganz kurz auf und bringe da noch mal ein bisschen Spannung in den Teig rein. Das heißt, ich habe dann noch mal so ein bisschen Vernetzung der Klebereiweiße. So. Das ist er und den lassen wir jetzt 2 Stunden schön sich entwickeln, Aroma bilden, reifen und dann machen wir die Aufarbeitung. Knapp 2 Stunden sind vergangen. Der Teig hat sich gut entwickelt. Den kippe ich jetzt raus auf den Tisch, tue ihn kurz zusammenfassen und wiege ihn ab. Wir machen ungefähr knapp 800 Gramm Teigeinlage für 1,5 Pfünder Brot, die wir nachher aufarbeiten. Teig lege ich jetzt noch einmal zusammen, damit er noch mal ein bisschen mehr Spannkraft kriegt. Wie ihr seht, der ist schön fluffig. Ja, lässt sich sehr schön abwiegen. Obwohl er trotzdem sehr weich ist. So, unsere Teiglinge sind alle abgewogen. Jetzt tun wir die kurz aufarbeiten. Wie gesagt, das ist ein schön weicher Teig. Und wenn man den gerade nur so ganz locker zusammenfasst, dann bleiben da auch schön noch die Saaten dran hängen. Und dann wird er einfach eingelegt in die Backformen. Das sind jetzt 3 Pfünder und dann haben wir noch gut 12 mal 850 Gramm Brote. Die Saatenmischung ist genauso, außer der Kürbiskerne ist da genau drin, was auch im Teig drin ist. Also Sesam, Sonneblume und Leinsaat. Leinsaat mache ich immer nur etwa 10% mit rein, weil sonst wird das Brot außen optisch zu dunkel, wenn ich zu viel da von der braunen Saat drin habe.
Deshalb da eher etwas sparsam mit der Mischung. Wenn ihr die aufgearbeitet habt, dann genügt eigentlich ein Schaber mit ein bisschen Öl. Also normal hat man ein Ölbad, wo man taucht. Direkt nach dem Aufarbeiten geht ihr einmal längs mit einem beölten Schaber so bis kurz vor Boden eindrücken. So, und dann braucht man nicht mehr zu machen. So sehen die dann aus. Und jetzt machen wir Endgare. Geschätzt ungefähr in einer knappen Stunde können wir backen. Bei den kleinen Pfünder mache ich das immer gerne über Kreuz, weil das Würfel sind. Die sehen dann so aus. So, knapp eine Stunde ist vorbei. Die Teiglinge sind jetzt hier bei Raumtemperatur ca. bei 25 Grad vor sich hingereift und jetzt in einem Stadium, wo wir die gut schieben können. Unser Ofen ist hochgeheizt auf etwa 250 Grad. Da gehen wir jetzt mit Schwaden rein. Backzeit wird ungefähr eine knappe Stunde sein und wir backen dann aus bei etwa 200 Grad. So, unsere Backergebnisse liegen uns vor, zumindest ein Teil davon. Insgesamt haben wir ja etwa knapp 17 Laibe gehabt. Wir haben einmal 750 Gramm, einmal ja, etwas mehr wie Pfünder in der Würfelform. Und jetzt gehen wir mal zur Probe des Brotes. Wir haben hier ja ein 100% Vollkornbrot ohne Mehlanteil, nichts mehr drin außer Vollkorn. Und die Optik würde ich sagen, ja, die ist schön. Die Einstreuung mit Saaten finde ich passt genau zum Brot, weil das, was im Teig drin ist, haben wir auch als Dekor außen drauf. Außer die Kürbiskerne, die ja eh meistens ganz gerne wegfallen, wenn sie außen nur anhaften. Volumen, wie gesagt, finde ich gut. Farbe ist auch okay. Die Backzeit des Brotes war etwa gut eine Stunde. Wir haben auf Kerntemperatur ausgebacken mit etwa 98 Grad. Also es ist auf jeden Fall gut durchgebacken, aber das werden wir gleich sehen. Von Geruch und Kruste ist alles gut. Das Brot ist ja jetzt komplett ausgekühlt. Wir schneiden es mal durch. Ja, ich finde auch das Krumenbild sieht sehr schön aus. Etwas kernig mit den Sonnenblumenkernen, mit den Kürbiskernen. Der Flockenanteil, wenn man genau sieht, sieht man auch diese, ja, ich sag mal so ein bisschen Kernigkeit in der Krume. Das macht auch dann einen schönen Kaugenuss, auch passt sehr gut zu einem Vollkornbrot. Riecht sehr mild. Hat eine elastische, schöne Krume, sehr schnittfest und ist schön feucht. Und das ist der Riesenvorteil. Wir haben ja hier praktisch mehr Wasser drin wie Getreide und das Wasser ist schön eingebunden, also verkleistert. Von daher auch die Frischhaltung eines solchen Brotes. Ich würde mal behaupten, man kann das eine Woche lang gut mit Genuss verzehren. Hat eine, wenn man so noch mal schaut, eine bisschen unruhige Porung, aber auch das stört eigentlich nicht. Und ihr seht, man kann es wirklich gut schneiden. Ich probiere mal noch die Krume. Ja, schmeckt angenehm rund. Schön feucht, sofort eine schöne Feuchte im Mund, also kein Trockengefühl. Schöner Kauwiderstand. Eine runde Sache einfach. Ja,
Also, das wäre unser erster Backversuch hier in Las Palomas. Dinkel, Vollkornsaatenbrot. Ein, wie man so schön sagt, Klassiker, der eigentlich in keiner Bäckerei fehlen sollte. Ist ein Brot, was auch Kinder gerne essen, weil es einfach einen sehr angenehmen, milden Geschmack hat. Die Kernigkeit stört überhaupt nicht. Dafür haben wir eine schöne, lockere, fluffige Krume. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr es nachbacken wollt. Wir verlinken das Rezeptur noch bei YouTube. Dann könnt ihr euch das gerne herunterladen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Bis zur nächsten Vorführung. Als nächstes werden wir wahrscheinlich mal ein Dinkel-Mehlbrot machen mit großem Kochstückanteil. Das werden Sie dann oder werdet ihr in Zukunft oder in nächster Zukunft dann auch hier gerne mit verfolgen können. Vielen Dank.